Ja, mein Name ist Christian Wies. Ich arbeite als Erzieher bei der Stadt Gelsenkirchen und leite hier in Gelsenkirchen eine Kindertageseinrichtung mit 4 Gruppen, 80 Kindern seit dem Jahr 2011. Wuselig würde ich es nennen. Und die Kinder sollen natürlich von dem ganzen Wusel, von nichts mitbekommen, sondern es muss natürlich möglichst ruhig abgehen. Ne? Jeder Tag ist neu. Etwas für die Gesellschaft zu tun, ist eh mein Motto, das ist mein Leben. Das mache ich beruflich unheimlich gerne. Ich gebe einfach sehr gerne, stelle mich da relativ gerne auch in den Hintergrund, weil ich halt für andere gerne was tue. Für die Kinder ist so ein Tag, ja, man sagt immer viel, die spielen doch nur. Nein, das ist nicht so. Für die Kinder ist so ein Tag in der Kita mit den ganzen Nebengeräuschen, mit dem Drumherum natürlich auch sehr anstrengend und vergleichbar mit einem Arbeitstag eines Erwachsenen. Was wir, glaube ich, auch schaffen bei uns in der Einrichtung, ist, jedes Kind auch gleich zu behandeln und jedem die gleiche Chance zu geben, egal aus welchem familiären Hintergrund sie kommen, ob sie, egal welchen Migrationshintergrund sie haben, bei uns sind einfach alle Kinder gleich. Die Stadt Gelsenkirchen öffnet die Türen und durchgehen müssen wir selber. Ne? Also da muss man schon mit Herzblut dabei sein. Ja. Wenn man sich dazu entscheidet bei der Stadt, ich möchte das machen, dies vernünftig begründet, ein Konzept dazu schreibt, dann ist es überhaupt gar kein Problem, das auch umzusetzen. Und da wird man auch sehr gut unterstützt. Es gibt auch viele Vorteile im öffentlichen Dienst, die man vielleicht in der Privatwirtschaft nicht hat. Gut, es kann sein, dass man im privaten Bereich an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen mehr Geld bekommt. Man muss aber dazu sagen, gerade in dem Bereich, Kita-Bereich, ist mehr Geld nicht alles. Gelsenkirchen, das ist eine geile Stadt. A, weil es einfach so ist, entgegen vielen Aussagen. Das Ruhrgebiet ist einfach an sich sehr vielseitig, unabhängig jetzt von der Stadt Gelsenkirchen. Die Metropole Ruhr bietet eine ganze Menge. Die Menschen sind einfach ganz anders, sind sehr offen, gehen aufeinander zu, unterstützen sich. Würde es die typische Verwaltung im Hintergrund gar nicht geben, die Kitas verwaltet, die Gebäude verwalten und, könnten wir nicht so effektiv mit den Kindern arbeiten, wie wir es gerade tun. Das ist im öffentlichen Dienst ein enormer Vorteil. In der Kita passt das mit den bunten Haufen natürlich verdammt gut. Ein großes Team an pädagogischen Fachkräften. Jeder hat so seine Stärken und auch Schwächen. Jeder bringt sich natürlich ein. Wir ergänzen uns prima in der Einrichtung. Wir bei der Stadt Gelsenkirchen, wir sind vielseitig.